Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Friederike Mogherini, Trumps jetzige einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels läuft einer Zwei-Staaten-Lösung und einem Friedensprozess im Nahosten zuwider. Ich unterstütze ausdrücklich die klare Haltung der EU-Außenbeauftragten, die die Entscheidung des US-Präsidenten mehrfach mit deutlichen Worten kritisierte. Friederike Mogherini verstärkt damit die Botschaft der EU-Mitgliedstaaten, die sich bereits am letzten Freitag bei den Vereinten Nationen gemeinsam öffentlich gegen die einseitige Entscheidung der USA zu Jerusalem ausgesprochen haben. Ein starker Auftritt, der seine Wirkung nicht verfehlt hat. Gerade in so wichtigen Fragen wie dem Nahostkonflikt können und müssen wir Europäer nur gemeinsam, ohne nationale Alleingänge, Gegengewicht zu Staaten bilden, die das Völkerrecht missachten und gegen die UN-Resolutionen verstoßen. Damit beziehe ich auch die Abgeordneten und Abgeordneten hier heute in diesem Plenarsaal ein, die ebenfalls sich dagegen ausgesprochen haben. Herzlichen Dank, Frau Mogherini, für Ihre unermüdlichen diplomatischen Aktivitäten in den Ländern, auch gerade in der Region wie beispielsweise Jordanien. Es ist wichtig, jetzt nicht nachzulassen, sondern Nachdruck zu verlangen, weil die USA eine Lücke gelassen haben. Herzlichen Dank.